Dann ist ja schon die ersten. Moin aus Regensburg. Ja, moin aus Carlo. Nach langem mal wieder einen Livestream machen. Bester YouTuber. Bester YouTuber. Danke. Aus zwischen Fulda und Ludwigshafen. Ja! Ja, ich mache nach langem mal wieder einen Livestream. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie lange das her ist. Mein letzter Livestream ist schon eine Weile her. Ne? Moin aus Erfurt, Thüringen. Moin aus Karlau. Aus Brandenburg. So, ja. Sitzt auf einer 482. Okay. Jetzt bin ich überall. Gut. Ja, jawohl, okay. Ja, gut, YouTube meldet sich, gut, weiß. Ja. Habe ich jetzt noch eine H0 gebaut? Bin ich leider in letzter Zeit auch erstmal nicht gekommen. Ich warte ja noch auf die restlichen Gleise und erstmal bis die werden, denke ich, glaube ich, diese nächste Woche, glaube ich, kommen. Die Gleise, die ich hier noch brauche zum Verbauen an der H0 auf dem Bahnhof und mit dem Bahnsteig, das dauert erstmal noch. Ich komme erstmal nicht dazu, weil ich ja jetzt eh wieder in der Schule bin, jetzt seit einer Woche. Also seit dieser Woche jetzt. Ja, also ich komme erstmal wieder nicht dazu. Aber egal. Und auf alle Fälle, andere schöne Sache, ich habe mir heute im Modellbandshop schon mal bestellt, hat er leider nicht auf Lager gehabt, die Y-Wagen von Tillich, die ich haben wollte, die neuen Y-Wagen, steht da scharf, steht da nicht scharf? Ja, genau die hier habe ich zweimal bestellt, die wollte ich mir noch zulegen. Die habe ich schon mal zweimal bestellt. Aber ansonsten erstmal komme ich jetzt, erstmal komme ich aber ansonsten jetzt gar nicht erstmal weiter durch Schule erstmal an der Modelleisenbahn, also das wird jetzt mal erledigen. Wann geht's mit H0E weiter? Ja, das hat ja auch vorhin jemand schon gefragt. Also, H0E muss ich gucken, weil ich da weiterkomme. Ich komme an der Spur N, da bin ich schon ewig nicht mehr dran. Weiterkommen und an der H0E komme ich jetzt auch erstmal nicht weiter, weil ich muss mir auch auf Materialien alles kaufen und jetzt durch Schule und durch Praktikum und alles mögliche, was ich jetzt hatte, werde ich erstmal nicht dazu kommen. Ich komme jetzt an der H0 schon kaum wenig, aber wenn ich mir erstmal die H0 fertig machen hier, weil hier fehlt nicht mehr viel, dann ist die H0 wirklich fertig. Im Großen und Ganzen, und dann werde ich mich eigentlich theoretisch auch mit der H0E beschäftigen. Ah, ich wollte es eigentlich in Oktoberferien machen, aber ich bin nicht mal in den Oktoberferien dazu gekommen. Ich wollte selbst in den Oktoberferien einen Livestream machen. Ich bin selbst nicht mal in den Oktoberferien dazu gekommen, einen Livestream zu machen. Selbst in den Ferien hatte ich nicht mal Zeit. Ah, war nicht schön. War nicht schön. Naja, gut. Was bringen die Y-Wagen, wenn sie eh nur rumstehen, weil die Anlage zu klein ist? Ich benutze mal, wenn ihr seht das ja so nicht. Bei mir fahren soweit jetzt alle Fahrzeuge, die fahren immer abwechselnd der Woche. Hinten auf dem Abstellgleis da, das wird jetzt schon kaum noch ein Güterbahnhof, da wird jetzt eher ein Abstellgleis für Personenzüge.
ich benutze jede Woche alle Wagen, die wechseln sich immer ab. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass immer den ganzen Tag hier mein RE fährt mit einem Doppelstock und abends fährt dann als Regionalbahn der Senftopf-Doppelstock mit der 243. Also die wechseln sich uns immer ab, dann geht der aufs Abstellgleis für eine Stunde oder wie es immer so war, oder 2 Stunden. Und dann halt kommt der hin, der als Regionalbahn fährt, denn hinten habe ich noch keinen Haltepunkt gebaut da, wo er dann anhalten kann, der Regionalexpress fährt da durch, ne? So wie ein bisschen im echten Leben. Aber ich benutze halt alle Wagen, die sind dann immer so im Einsatz. Und ich möchte sowieso eigentlich mehr so jetzt, die Anlage soll jetzt generell im Stil 2000 bis 2012 aufgebaut sein. Also dass auch Y-Wagen und Doppelstockwagen, also die DR-Dosses, hauptsächlich so im Einsatz sind. Und mit 143er. Somit kommen bei mir immer ja alles Mögliche in der Woche auch mal ran. Also ich kann die auch mal mischen. Gab es ja auch so Anfang 2000er. Also Anfang 2000 gab es ja auch noch so das DR-DOS, so wie es hier mal war, auch mit Y-Wagen gemischt war. Also bei mir kommt eigentlich alles dann zum Einsatz um in der Woche. Ja, deswegen. Also ich nehme alles dann im Einsatz. Und hier kommt zusätzliches Gütergleis hin. Also Güterzüge können dann auch noch fahren. Ne? Also wenn ich jetzt mit 2 Personenzügen mal fahre, ich hatte nur 3 Gleise und ich habe immer, wenn ich 2 Gleise voll hatte mit Personenzüge, kann trotzdem noch Güterzüge durchfahren. Also ich benutze das alles schon noch, also keine Angst. Ja, die Spuren sind auch zu klein für mehr Fahrzeuge und ich weiß erstmal gar nicht, was ich mir für noch holen soll an Fahrzeuge. Das ist nämlich auch mal so. Das ist mit hoch und tief und mit hoch und zu 18er. Cool. Zeig mal bitte alle Loks, die du hast. Ja, kann ich gleich machen. Und die Parkeisenbahn ist auch ohne Dampflok interessant. Ja, schon, aber ich mag mehr so Dampflok. Ja, mit 2 oder 3 Kreise brauchst du nichts abwechseln. Ja, oh. Ich mach das so. Aber guck mal, ich bin jetzt 16, ich fange jetzt meine Ausbildung an. Also das wird auch nicht mehr lange dauern, bis ich dann irgendwann ausziehe und dann baue ich sowieso eine neue Modelleisenbahn, weil die werde ich, denke ich, nicht weiterführen und ich weiß gar nicht, wie soll ich die hier überhaupt hier rauskriegen, die passt ja nicht mal durch die Tür, also ich werde dann eine neue anfangen, das heißt, ich werde dann auch einen extra Raum dafür haben, wo ich alles schön ausbreiten kann, also nicht beschränken und alles, also alles schön ausbreiten mit der ganzen Anlage, wo ich dann alles aufbauen kann und somit kann man jetzt schon mal die Wagen schon mal sammeln, wenn man später auch kommt, Zeit eventuell hat, keine Ahnung. Das ist ja dann auch schon ein Vorteil, wenn man jetzt schon sich die Wagen und Loks kauft, hat man schon für später etwas und dann braucht man später nur noch alles aufbauen. Ich habe ja schon auch Haufen Gleise schon gesammelt, also das passt also eigentlich. Ja. Und ansonsten hier wechsle ich so gesagt ab, aber ja, ist vielleicht zu klein, aber in ein paar Jahren, in 5 Jahren, da war ich sowieso dann schon eine neue Anlage. Also von daher passt das doch. Hast du Märklin? Nein, Märklin habe ich nicht. Ist ja nur Wechselstrom, soweit ich weiß, und ich betreibe Gleichstrom. Dann passt das bei mir jetzt so nicht. Die 1 würde ich eh nicht kaufen an deiner Stelle, die wird bei deinen Kurvenradien auch entgleisen. Ist mir im Nachhinein auch eingefallen, ich habe mit meinen Eltern das auch ein bisschen diskutiert und so, auch mit meinem Onkel, der ist auch Eisenbahn-Fan, und wir haben uns ganz geeinigt, dass ich zu Weihnachten eine V60 endlich mal bekommen, eine V60, dann habe ich nämlich endlich die mal und noch eine DB Taurus. Weil, siehst du, das soll ich noch sagen, nächstes Jahr möchte ich mir die Interregio Express Wagen, also die, wie sie auf dem Hamburg-Berlin Express immer fahren, holen. Nur halt ohne diesen Berlin-Hamburg Express, diesen Berlin-Hamburg-Dingsbums-Aufkleber oben, das nicht, also nur wo Regio DB umsteht und mehr nicht. Weil die sind damals früher mit Y-Wagen gemischt auf dem RE10 Cottbus Leipzig mal gefahren und somit hier so nachstellen, weil ich baue ja sowieso gerade einen Wittenberger Kopf, dann würde das so richtig passen. Dafür möchte ich mir mal eine Taurus wünschen und das ist jetzt so, also das kommt jetzt so. Habe ich das? Ja, das bekomme ich dann halt. Kommen die ganzen Fragen auf einmal her. Lalalala. Ich hätte damals mein ganzes Ausbildungsgeld in meinem Ohr gesteckt. Ich habe auch 300 Personenwagen. Ja. 300? Wo hast du die alle hingesteckt? Märklin ist Gleichstrom mittlerweile.
Monat. So ein 250 Güterwagen. Mama mia, was denn alles? Und keine Anlage. Okay. Also Pico betreibst du. Ja, ich betreibe Pico und mittlerweile geht es auch mit Tillig los. Insbesondere die Wagen. Ich habe bis jetzt schon zwei Tillig-Wagen. Ja, Handel E3 und dann komme ich nochmal bei 2 und dann nochmal E und dann nochmal 2. Ach, nee, ja, jetzt geht's mit Tillig langsam los bei den Wagen. Ja, Abend erstmal. Guten Abend, Grüße aus der Magdeburger Börde aus Wandsleben. Ah, schönen Gruß zurück aus Karlau. Stimmt, Trix war die Tochterfirma, stimmt ja. Trix darf ich auch eine Taurus auf der Ende. Die neuen Märklin-Wagen sind mit Gleichstromachsen ausgestattet. Die kannst du auch benutzen. Oh. Na dann. Moin. Ich habe die DB-Taurus mit den Dostos Richtung Saalfeld, also als RB. Ah. Ja, also ich will es auf alle Fälle so benutzen, wie sie damals gefahren sind. Weil, wie gesagt, ich möchte Epoche 2000 bis 2012 nachbilden. Und vor allem so Region Osten. Also werden ja eigentlich fast nur Ostfahrzeuge auch zum Einsatz kommen. Und ich möchte dann halt so hier meine Region hier so nachstellen. Deswegen wird das so passieren. Ne? Durch Anfang 2000, da ja noch ein paar Fahrzeuge noch waren von Reisbahnzeug auch. Und ein paar noch Reisbahnlackierungen passen die dann ja auch noch gut ja auch. Also, ne, passt schon. Oder halt für Sonderzüge, so gesagt, bei mir benutze ich das auch. Wann machst du denn H0N-Anlage weiter? Habe ich vorhin schon gesagt, ich komme erstmal dazu gar nicht. Genauso wie mit der N und H0 komme ich jetzt gerade auch erstmal nicht weiter. Weil die Schule und den Oktoberferien wollte ich eigentlich weitermachen mit der H0E, aber oh, ich bin in den Herbstferien auch nicht zu irgendwas mal gekommen. Also ich muss gucken, wann ich da weiterkomme. Also, oh. Wann ich auf alle Fälle weiterkomme mit allem, mit allen drei Anlagen, das weiß ich auf alle Fälle, ist nächstes Jahr in meinen Sommerferien. Da habe ich insgesamt 11 Wochen Sommerferien, bevor meine Ausbildung losgeht. Und da werde ich aber genug Zeit haben, alles zu machen. Ja, so, ich wollte noch die Loks alle sehen, kriegt ihr alle noch. Ich bin 10 und habe schon 50 Wagen. Ich habe gerade mal, frag mich jetzt nicht. Können wir uns treffen? Wo wohnst du denn? Ich habe auch erst vor kurzem einen Katalog nachgelesen und war sehr erstaunt. Aber macht Sinn, dass die Achsen Gleichstrom sind? Ja, stimmt, macht eigentlich Sinn. Du bist der beste YouTuber. Danke. So, dann wollt ihr meine Loks noch sehen. Ja, apropos eine Lok. Ich bin jetzt um eine Lok. Ja, ich bin jetzt um eine Lok, so gesagt, geschrumpft. Also meine Anlage ist um eine Lok geschrumpft. Und zwar meine gute beige-blaue 218. Nein, ihr geht's gut. Aber ich habe sie an einen guten Kumpel weitergegeben, weil sie ist bei mir leider auch nur noch kaum zum Einsatz gekommen. Frag mich nicht, warum ich mir da und da so damals ganz Zeug geholt habe. Das ist genauso mit dem ICE, der kommt auch nicht mehr zum Einsatz. Vor allem für die kleinen Anlagen ist er eh nicht mehr. Ich bin mir überlegen, ob ich den meinen Neffen später mal schenke. Ja. Und ansonsten ein Kumpel, ein guter Kumpel von mir, das ist der Regionalzug DB, der auch bei schon zwei Dukos, glaube ich, mitgesprochen hat, oder drei? Irgendwie so. Übrigens, jetzt gehört jetzt mit zu meinem Kanal, ist jetzt so gesagt, gehört jetzt zu meinem Team. Ja, und dafür habe ich von ihm, weil ich ihm die 218 gegeben habe, die fährt jetzt bei ihm, bei dessen so ein Modellbahnverein, mit noch einem Kumpel von mir und seinem Kumpel so gesagt, in unserem Dreier-Freundeskreis so gesagt, ne? Da fährt sie jetzt seit gestern und ich habe dafür von ihm das Umlaufschild vom RB14 bekommen, also die Linie, die hier früher durch Karlau fuhr, bevor der RB24 Senftenberg-Eberswalde fuhr. Damals fuhr noch der RB14 Senftenberg bis Nauen durch. Und so ein Umlaufschild wollte ich immer haben. Ich krieg später noch von einem anderen Kumpel noch sogar Umlaufschilder vom RE10 und der RB43, also Cottbus Falkenberg und Cottbus Leipzig. Ja. Ich kann es aber zeigen. So. Da habe ich halt dieses Umlaufschild bekommen und das war es mir wert. Also so ein Umlaufschild zu kriegen, geil. Senftenberg und auf der steht zwar nicht, da steht auch nicht Nauen dran, aber Berlin-Lichtenberg, da ist er bestimmt bis Berlin-Lichtenberg gefahren, bon, aber das war es mir wert, das wollte ich auch auf alle Fälle haben. Dann kriege ich noch RE10, RB43, dann habe ich alle Linien, die bis 2013 hier durchgefahren sind. Gut, RE10, RB43 fährt heute noch, RB14 nicht mehr.
der fährt jetzt nur noch Nauen bis, keine Ahnung, Schönefeld? Ja, Schönefeld. RB14 fährt ja heute nur noch Nauen, Schönefeld. Jetzt fährt er hier RB24, Senftenberg bis Eberswalde. Ja, damals war alles besser halt, ne? Hm. In Erfurt, oh. Ich möchte dich gerne treffen, ich wohne in Erfurt. Hm? Das können wir sicher mal irgendwann mal machen, wenn ich Zeit habe. Hoffentlich mal wieder endlich. Ich habe eine kleine Platte von TT, nur deutsche Reisbarzeiten. Oh, das ist auch schön. Obwohl, ich habe mir jetzt auch mal überlegt, dass ich mal irgendwann mal hier meine richtige Zeitepoche nehme. Und daher mir ja die Zeitepoche aus meiner Kindheit bis Jugend am besten gefiel. Also, wo noch 143er fuhren, DR-Dostos und sowas alles halt, ne. Und Bahnübergänge möchte ich ja hier auch nur noch alt machen, also wie SSB und die Kurbelschranken, die mechanischen, also nur noch sowas hoch auf der Anlage haben, also ich bin es dafür halt. Ja, und deswegen habe ich auch die 218 weggegeben, weil gut, die konnten damals schon ja fahren, aber so oft waren die hier, denke ich, auch nicht anzutreffen. Die West 218, also von daher passt, wenn ich Ostdings nachmachen möchte, dann nee. Gut, dann würde jemand wissen, alle meine Loks. Ja. Lok Nummer 1, die ich schon mal habe, ist meine Pico-Baureihe 112, 121 und das war auch ein Highlight beim Praktikum, davon werde ich auch nachher nochmal gleich. Ah, noch einer aus Erfurt. So, denn vom Praktikum werde ich gleich nochmal erzählen. Beim Praktikum habe ich es nämlich endlich geschafft, meine Modell-Lok in der Werkstatt zu sehen, also generell endlich mal zu sehen. Ich habe die vorher noch nie bekommen, ich habe schon so viele Doppelschockzüge auf den verschiedensten Linien hier gesehen in Brandenburg, wo 112er fahren. Aber ich habe noch nie meine Modell-Lok 112, 121 gesehen, die eigentlich ja auch immer überall hier rumfährt. Ich habe es noch nie gesehen. Und einen Tag in der Werkstatt, als ich da war, in Cottbus, stand sie zufällig da. Und da musste ich einfach auf den Führerstand hochgehen und ja, ja, ein schönes Bild, wie ich da rausgucke, aus meiner Modell-Lok 112, 121. Das war echt ein tolles Gefühl. Endlich mal die Modell-Lok gesehen. Also das hat mir echt gefallen. Ja, was habe ich denn dennoch für eine Lok? Dann habe ich eine schicke Baureihe 143, auch von Pico, die 821. Die fährt heute in Dresden. Die 112, 121 fährt jetzt in Berlin-Lichtenberg. Hatte 112, 121 länger. Ja, gut. Leuchtet Digitalsteuerung. Schon am Laufen? Noch nicht. Wie gesagt, ich bin kaum dazu jetzt gekommen, irgendwas hier zu machen. Also ich bin noch bei Analog. Noch. Was war jetzt eigentlich die Unfallursache bei Molly? Das mit dem Entgleisen da im April? Meinst du die Unfallursache? So. So, machen wir mal hier aus dem Regal weiter mit den Loks. Was habe ich denn hier Schönes? Die Umlaufschilder, dann bringe ich das nächste Mal mit. Ja, genau! Da ist er ja sogar! ja, dann habe ich halt hier eine schöne Baureihe 118 der Reichsbahn, 118-522, auch von Pico. Okay, Loks sind eigentlich alle von Pico auf der Handel, aber. So. Dann habe ich die Baureihe 185-696 von Waypool Novelis, die ich in echt auch schon zweimal gesehen habe. Ich habe an einem Tag meine 10 Loks auf digital angerüstet. Oh, sehr schön. Ja, also die Lok hier, finde ich, musste ich mir auch kaufen, damals, als ich deine Nummer gesehen habe und dass ich die auch schon mal gesehen habe, musste ich die mir auch kaufen. Ne? Ist doch eigentlich auch mal wieder schön, wenn man mal Loks als Modell hat mit derselben Betriebsnummer, die man auch in echt schon gesehen hat. Das ist auch immer wieder schön. Jetzt fängt dieses. Aua, Bett schon wieder. So. Dann 185-682 von Waypool Cargolink. Also eigentlich fast genauso wie die andere. IC3 brauche ich jetzt nicht unbedingt zeigen, aber ich kann ja mal das hier zeigen. IC3, halt wie ein IC3 aussieht. Nichts Besonderes. Eigentlich. So, dann habe ich auf der anderen Seite noch Loks. Uff.
So, dann haben wir hier einmal die Baureihe 130072 von Pico, der Deutschen Reichsbahn. Natürlich, ne? Nicht Deutsche Bahn AG. Findest du diesen besser als deine? Was hast du da alles für Loks? Ja, und dann zum Schluss habe ich noch eine schnicke Baureihe 243 mit der Betriebsnummer 301, auch von Pico. Ja, ein 243er, das ist auch wunderschön. Und nächstes Jahr, selbstverständlich, hole ich mir die Orientrote 143, denn die werde ich an die mintgrünen Y-Wagen anhängen. Und nächstes Jahr werde ich mir dann nämlich noch einen Y-Wagen holen, einen mintgrünen, und zwar den dann auch mit der ersten Klasse noch, der noch hat. Jetzt hole ich mir erstmal nur reine zweite Klasse Wagen. Ja. Also 143er werden bei mir auch ganz viele kommen. Damit es ja auch ein bisschen abwechslungsreich ist mit den ganzen 143er und so halt, ne? Ja. Ansonsten war was das. Auf der Spur HN hätte ich halt noch eine Taurus. Und ja, aber Spuren, das habe ich jetzt nicht das meiste. Ja. Ja, genau, und irgendwann meinst du. Ach, nur die BAG-Wagen hast du dann. 143 beste Lok. Oh ja. Hab 11 mal die Baureihe E94. Ja, also was mit dem Unfall da rauskam. Ich hab da, als ich beim Molly wieder war, habe ich ja nachgefragt. Also, da wurde anscheinend, also merken, die konnten wir auch nicht mehr rausgeben, dürfen sie eigentlich auch nicht, haben halt mir auch nur gesagt, dass während der Zug reingefahren ist, unterm Zug die Weiche gestellt wurde. Wobei eigentlich der Schaffner, der Feinsteiner da, der steht dann immer draußen ja eigentlich an den Schranken, der muss ich immer bereitstellen, wenn der Zug reingefahren ist, dass er den Schranken dann wieder hochmachen kann. Erst dann stellt er die Weichen zurück. Man, der bleibt ja eigentlich immer stehen draußen, bis der ganze Zug reingefahren ist, und dann geht er erst rein, macht und stellt die Weichen um. Keine Ahnung, warum der. Auf alle Fälle wurde gesagt, der ist auch entlassen, und ja, mehr weiß ich auch nicht. Aber und dann Zug gestellt, also. Ich weiß auch nicht, was die machen. Hallo, du hast doch recht. Sollte mal kaufen. Denk dran, haben ist besser wie brauchen. Ja. Habe 9-mal Lübe. Okay. Ich bin mir überlegen, ob ich mir nächstes Jahr auch eine DB Cargo 232 hole. Ne? Das ist ja auch ganz geil. Nächster gehe ich in die Ausbildung, dann kann ich mir wahrscheinlich eh mehr leisten, von daher. Zweimal Altrot, einmal Mintgrün, oh. Und einmal Orientrot. Der Rest Verkehrsrot. Ich habe von H0 182 und 218 beides DB und von TT eine 130 und V75, wow. Ich will eine Ludmilla in DR. Dann muss ich eine beschaffen. Also teuer sind die, glaube ich, nicht. Von Pico jedenfalls. Ja, dann kann ich schon mal von meinem Praktikum erzählen, fällt mir gerade so ein. Gut. Von meinem Praktikum. Ja, also ich habe vor 4 Wochen schon, mein Gott, so lange schon wieder her, ja. Habe ich halt mein Praktikum. Hi. Vor 4 Wochen habe ich halt mein Praktikum angefangen bei der DB Regio in Cottbus in der Werkstatt. Und das war auch mega geil. Hi. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, es gibt da 2 Werkstätten. Einmal für die Loks gibt es eine eigene Werkstatt. Also so ein Lokschuppen, so ein Ringlokschuppen ist das. Da können aber auch Waren rein, die untersucht werden. Und ansonsten gibt es dann das Fahrzeuginstandhaltungswerk. Da kommen halt die ganzen, generell die ganzen langen Züge rein. Also die 5-teiligen Doppelstockwagen und die Talent 2 halt, die kommen da alle rein. Und werden auch gewaschen und so. Ich hab doch irgendwo einen Plan. Warte, bin mal gleich wieder da. Hab doch irgendwo einen Wochenbericht.
Und so schnell kann es gehen, dass ich wiederkomme und den Plan gefunden habe. So einfach geht's. Von TT hängt die 130 von den Schilderwagen in der Mitte. Okay. Ja, hier mein Wochenbericht von beiden Wochen. Also, es war sehr abwechslungsreich und es war auch sehr toll. Und da fange ich auch nächstes Jahr meine Ausbildung an. Also, besser kann es doch nicht sein. Ich möchte gerne deine Nummer. Ich finde die echt cool. Ich kann dir die ansonsten gern mal per Gmail schicken, wer mich generell mal anschreiben will. Erstmal, der kann mich ja mal über Gmail anschreiben. Hier über mollybahn5@gmail.com. Könnt ihr gern machen. Wer mich irgendwas fragen will und das in den Kommentaren schreiben will, kann mir gern schreiben unter mollybahn5@gmail.com. Alles zusammengeschrieben und klein. Ja, also es war echt abwechslungsreich. Also. Was macht denn der Steuerwagen, falls du ihn noch nicht gezeigt hast? Like es da. Danke. Was macht denn der Steuerwagen? Du meinst den Wittenberger bestimmt, ne? Zeig ich nachher, aber da ist auch noch nicht viel passiert, also das kommt noch alles. Nächstes Jahr, wahrscheinlich erst Anfang nächstes Jahr, Januar, Februar vielleicht. Also er wird dauern, das wird noch eine Weile dauern, weil der muss richtig geplant werden, dass er ruhig was wird. Aber der Kopf sieht ja bald schon gut aus. Ja, am ersten Tag beim Praktikum, ja, war halt Einweisung im Rundgang, was man ja als erstes natürlich immer hat. Ja, dann bekam ich eine Erklärung zur Baureihe 182. Dann bin ich mit einer Baureihe 182 gefahren. Ja, und habe in der Baureihe 112 Scheibenreinigungsmittel nachgefüllt. Am nächsten Tag war ich dann im großen Werk, im Fahrzeuginstandhaltungswerk und im normalen Werk. So, und da haben wir erstmal beim Talent 2 einen Luftverdichter eingebaut. Das war ein Dreiteiler-Talent, da war der unten. Erst am Vierteiler sind die Teile oben auf dem Dach, wurde mir gesagt. Wusste ich vorher auch nicht. Ja, dann habe ich halt Kabel für die Fremdspeisung angeschlossen. Das war mal der größte Dreck. Das Ding war so verbogen, ich habe das Ding nie reinbekommen. Das war der größte Mist, ja. So, und dann haben wir an der Baureihe 182 die LZB Antennen überprüft und die PZB-Magneten an der Baureihe 182 auch eingestellt. Und das hat auch eigentlich richtig Spaß gemacht, also kann ich mich auch nicht beschweren. Ja, am dem Mittwoch in der ersten Woche haben wir die Scheibenwischer von der Baureihe 182 demontiert und haben eine Baureihe 182 überprüft für eine neue Frist. Unter anderem Rückspiegel, Beleuchtung und... Also wir haben alles an der Lok überprüft. Ich war da nämlich ich habe den ganzen Tag nur auf der Lok gesessen. Den ganzen Tag. Also die ganzen Stunden, 6-7 Stunden, wie ich da arbeiten war. Mit 2 Pausen drin. Also den ganzen Tag nur auf der Lok gesessen, alles überprüft an der ganzen Lok, weil die bekommt eine neue Frist. Die steht jetzt immer noch in der Werkstatt. Das war echt geil. Und am nächsten Tag war es dann richtig geil. Da waren wir auf dem Dach oben. Da konnte ich dann meine Stromabnehmer abbauen. So wie die ganzen Dachsegmente. Habe ich dann den Akkuschlagschrauber bekommen und konnte die ganzen Dachsegmente von der Taurus oben abmachen. Ey, das war richtig geil, alle Schrauben gelöst. Der war ewig nicht da, keine Ahnung, was er gemacht hat, der hat irgendwas gesucht. Ja, und dann zum Schluss haben wir dann, und den Lüftertausch haben wir schon vorbereitet. Also das an der Taurus da rumzuarbeiten, das war echt geil. Also, 20 Schuhschau schon. Also, ey, das war echt geil. Also, an der Taurus, das war 182-016, an der das alles zu bauen, das war echt geil. An der 143 konnte ich leider nichts machen, da war nur einmal nur 143 drin, ich konnte nicht anders machen, das war traurig. Nur 112 und 182er. Ich hab V auf 112er gesehen, die ich vorher noch nicht hatte, das gefällt mir. Ja. Dann am nächsten Tag, am Freitag von der ersten Woche, haben wir dann die Dachsegmente, die vier Stück waren das, glaube ich, halt dann entfernt mit dem Kran. Ja, dann haben wir halt die ganzen Lüfter gelöst und entnommen. Ja, dann haben wir mit einer Baureihe 112 rangiert. Ich konnte im Führerstand halt sitzen. Ne? Und dann musste ich einen LED-Wackelkontakt an der Baureihe 112 überprüfen. Hi, Bahnfan Mitteldeutschland. Guten Abend, Jonas, Modellbahn. Ich werde nur wegen meinem Hobby gemobbt. Was? Ich suche bei dir Rat. Im Hobby gemobbt? Schreib mir meine Gmail, dann schreibe ich dir meine Nummer und dann klären wir das mal. Aber gemobbt wegen dem Hobby, das verstehe ich jetzt nicht, aber okay, gut.
Ja, wie gesagt, an der Baureihe 112 dann noch LED-Wackelkontakt überprüft. Und ja, dann in der nächsten Woche am Montag haben wir die Platten für die NBÜ, also die Notbremsenüberbrückung, in einem Dosto entfernt. Das ist auch geil. Gemobbt deswegen. Das ist auch nur ein Hobby wie das andere, das verstehe ich jetzt nicht. Cool, aber wie hast du da ein Praktikum bekommen? Ich habe mich bei unserem demjenigen Westfrankenbank informiert über ein Praktikum. Also, wie ich mein Praktikumsblatt bekommen habe? Anders. Ich habe irgendwo die Nummer herausgefunden von DB Regio und Cottbus. Frag mich nicht, wo ich die herausgefunden habe. Oh, eine E-Mail geschrieben? Nee, ich habe irgendwo Nummer herausgefunden. So war das. Und dann konnte ich da mein Praktikum machen. Haben wir es geklärt. Das hat zwar eine Weile gedauert, aber ja, weil ich muss ein Schülerpraktikum machen. Ne? Und da wollte ich ja dahin und ja, dann habe ich das gemacht. Hi. Ah, man sagte mir, dass man da erst in einem halben Jahr machen kann. Ja, vielleicht hatten sie schon Leute, vielleicht deswegen. Wer war schon alles besetzt, das kann natürlich dann sein. Ja, am Dienstag in der zweiten Woche haben wir ein Drehgestell von einem Interregio-Expresswagen ausgetauscht. Ja, das war was, ey. Und dann musste ich, wir haben ja dann zu mehreren Leuten die neuen Drehgestelle unten reingeführt. Und dann ist er ihnen weggegangen und das Drehgestell räuspert immer, ich muss das alleine aufhalten. So ein ganzes Drehgestell. Alter. Hey, das war schwer, und habe ich gerufen. Kommt mal her. Ich muss das Ding alleine aufhalten, dass es nicht weiter wollte. Und ey, das war schwer. Holla, die Waldfee. Ja, dann habe ich halt Handbremse vom Dosto betätigt. Da war hinten dieser Schleppakku dran an einem Doppelstockwagen. Und ich war am anderen Ende. Wo kein Steuerband dran war, also nur der Wagen, und ich muss halt achten, die das haben hingeschoben, ich muss an Handbremse mal alles machen und achten mit Rangieren, holla, ja, und halt weich und die Handweichen gestellt habe ich auch, war eigentlich ganz einfach, ne? Ja, an dem Mittwoch haben wir die Radgrenze von dem Y-Wagen, das hat mich echt gefreut, an dem Y-Wagen, dass ich mal an dem Y-Wagen ran durfte und das, und ich bin sogar reingegangen, das musste ich machen, ich war nie im Y-Wagen drin. Och, das war geil, Kindheitserinnerung. Ja, haben wir halt Radgrenze von einem Y-Wagen ausgemessen. Ja, und dann sind wir nochmal mit einer Baureihe 182 wieder gefahren. Ja, und am Donnerstag in der zweiten Woche haben wir die Frontschürze an einem Dosto Steuerwagen ausgetauscht. Ey, das war auch eine Schweinearbeit, alles verbogen und so, Alter. Meine Betreuer sind notfalls ausgerastet. Ja, und am Freitag halt haben wir nochmal die NBÜ-Platten in dem Doppelstockwagen wieder rangebaut. Und dann war Schluss. Auswertung und dann war Schluss Praktikum. So. Ich fühle auch mit euch. Ich frage mich, wie man da gemobbt werden kann. Das ist so ein Hobby wie jedes andere. In der Schule sagen sie bei mir auch manchmal eventuell, warum filmst du Züge? Ganz ehrlich, da sage ich auch mal, ey, jeder hat doch sein eigenes Hobby, genau was ihr jetzt wollt. So. Hast du Tickets von der DB gestellt bekommen? Nee, ich muss mir die selber holen, aber ich bekomme das Geld von der Schule zurück. So ist das bei uns geregelt. Also wir kriegen das Geld von der Schule für das Fahrticket wieder zurück. Na, schönen guten Tag. Ah, hi, Amsterbacken-Revier. Einen schönen guten Tag wünsche ich auch dir. Will auch an Y-Wagen arbeiten. Musst zur DB Regio gehen. Dann kannst du auch noch arbeiten. Ja, das ist sowieso. Ich hab mein Ding auch gezogen und diese Typen ignoriert. Ja, man sollte so eine Typen eigentlich immer ignorieren, also. Einfach aus dem Weg gehen, ganz auch nicht hinhören. Manchmal könnte ich ihn auch reingehen in die Fresse hauen, wenn die manchmal, was ich für Zeug sagen. Ich lache über die Leute, wenigstens kennt mich fast jeder in der Schule. Die finden es auch komisch, weil ich mich an die Bahnstrecke stelle und fotografiere. Bei uns im Dorf heißt ich Tuff-Tuff. Bei mir sagen sie mal Lokführer Maurice.
Wobei ich mal sage, ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker, nicht zum Lokführer. Ja, ist mir auch eigentlich egal, was sie sagen. Ich höre doch schon gar nicht mehr drauf. Also. Gut, ein Kumpel von mir habe ich schon überzeugt, zur Deutschen Bahn zu gehen. Ich habe in der Schule sitze ich neben dem auch schon Jahre und was ich da an Bahn gesprochen habe, jetzt interessiert er sich auch langsam dafür. Da kennt jetzt auch schon Unterschied zwischen der Baureihe 112 und der 143. Also, der hat auch mit Praktikum gemacht bei der DB. Also, der wird ja wahrscheinlich auch nächstes Jahr Ausbildung machen zum Mechatroniker, so wie ich. Problem dran. Y-Wagen gibt es nur im totalen Osten und ich wohne 50 Kilometer weg von der holländischen Grenze. Oh. Ja. Habt ihr eine Mail geschickt bekommen? Hast du mir die geschickt bekommen? Hast du mir die geschickt? Ist angekommen. Gucke ich nachher mal. So. Ja, Y-Wagen, so ist ein Problem, ne? Es werden ja auch mal weniger von die im Regelbetrieb sind die leider auch nicht mehr im Einsatz. Y-Wagen ist ja die Ostvariante vom N-Wagen halt. Die fahren leider hier auch nicht mehr und ansonsten sind die ja hier bei uns nur noch in den Sommermonaten als Kreuzfahrzüge, ne, für die Kreuzfahrtschiffe aus Warnemünde, für die ganzen Passagiere, immer zwischen Warnemünde und Berlin immer gefahren. 10 oder 12 Wagen, wie das mal waren. Ist leider wahrscheinlich in 2 Jahren auch vorbei. Denn im Praktikum wurde da irgendwie gesprochen, dass wahrscheinlich nächstes Jahr das letzte Mal sein soll, dass die Y-Wagen für die Kreuzfahrtzüge fahren und dann soll mit denen wahrscheinlich auch Schluss sein. Und dann kommen sie gar nicht mehr zum Einsatz. Und ein Kumpel von mir, der auch vor 2 Wochen da Praktikum nochmal gemacht hat, auch bei der DB Regio, der hat auch mal gefragt, ob die auch nochmal zum Einsatz kommen für Ersatzzüge hier, weil ja sonst hier nur Doppelstockwagen als Ersatz ankommen. Also, bei denen, da besteht die Chance 0%, dass die jemals wieder zum Einsatz kommen für Ersatzzüge, das wird nicht passieren, weil die sind ja auch nicht mehr barrierefrei, ne, durch die Stufe da. Also, das wird mit denen dann wahrscheinlich auch vorbeigehen. Deswegen nächstes Jahr in den Sommerferien, ich habe ja 11 Wochen Sommerferien dann zum Glück, werde ich mich so oft wie möglich es geht hinten raus, Brandenburg, raus, die Grenze zu Mecklenburg, so oft wie möglich, wie es geht, hinstellen, um die Y-Bahn zu fotografieren. Also darauf kannst du wetten. Wie soll ich das hier reinschreiben? Kann ich hier reinschreiben in den Chat? Es gibt immer wenige andere Sachen. Ja, gut. Y-Wagen gibt es leider nur noch auf dem RE6. Aber leider nicht mehr lange. Stimmt, die sind doch bald weg. Sie Albanien, da fahren nur noch Y-Wagen. Ja, gut. Fahren in Polen eigentlich noch welche? Haben die noch welche? Ja, das geht. Wo kann ich denn hier reinschreiben? Ich mach das hier über Tablet. Warte mal. Ich habe eine Baureihe 150 von der DDR gesehen. Das war vor 2 Monaten in Leer. Das war mega geil für mich. Wo kann ich das hier reinschreiben? Bisschen weiß ich, schreibe das einfach auf den Zettel. Ich nehme jetzt einfach den Zettel hier. Dann nehme ich mir jetzt hier so einen schönen Stift. Dann schreibe ich das hier für euch auf. Und dann könnt ihr euch das. Kann das jeder mal gucken, ne? Und dann könnt ihr mich alle mal anschreiben. Warte, was ist denn das hier? Angemalt, toll. Also, wenn ich morgen auf den E-Mails lese, dann weiß ich, was da abgeht. Mollybahn5@gmail.com. Ja, geil, nicht die geilste Schrift irgendwie gerade.
Na toll, voll durchgedrückt. Na egal, gut. Ist ja nicht meiner, ist ja nicht meine einzigste Kopie. Ich fahre in einer Woche wieder i6, das letzte Mal. Oh. Bist doof. Hast du schon was am Güterbahnhof getan? Nein, leider nicht. Wie gesagt, auch vorhin schon. Bin leider jetzt generell nicht mehr dazu gekommen, am Modellbahn noch was, also groß noch was zu machen. Aber ich denke mal, da wird demnächst noch mal was passieren. Hoffentlich. Kennst du die Void Maxima? Falls ja, wie findest du sie wegen ihrer hydraulischen Kraftübertragung? Viele finden, dass sie sinnvoller ist. Die mich aber nicht zustimmen hat. Die Void Maxima, ja, die kenne ich, habe ich auch schon gesehen. Nee, bin auch nicht so der Fan davon. Diese elektrische Kraftübertragung, nee. Bin ich auch nicht so der Fan. Hast du dich mit der Mail auch beworben? Nee, da habe ich meine persönliche Mail genommen. Nicht mit der Mail hier. Das war mir dann noch ein bisschen zu doof. Wenn ich mich mit der beworben hätte, habe ich dann meine andere persönliche genommen. Ich habe zwei, einmal die hier für mein ganzes Google-Zeug, halt, YouTube-Kanal, alles und dann noch meine persönliche. Ach, ich müsste nur mit der S-Bahn nach Warnemünde. Aber momentan geht nur bis Rostock. Marianne, Bauerbein. Wenn du mal in Rostock sein solltest, lohnt sich ein Abstecher nach Fischreihafen. Okay, kann ich gerne machen. Wie wäre es noch mit einer Dampflok, zum Beispiel eine Baureihe 52? Ja, Baureihe 52 wäre auch ganz geil. Die mag ich auch sehr. Die wäre auch ganz geil. Dampfloks werden irgendwann kommen, hoffentlich. Zeig mal deine Modellbahn bitte. Ja, kann ich gleich machen. Mein Onkel arbeitet bei der DB und ich kriege immer Souvenirs von der DB. Ah, okay. Alles klar. Gut, dann wird jemand meine Modellbahn sehen. Oh, ja. Wie gesagt, hier möchte ich noch bauen, aber dazu komme ich erstmal nicht. Ja, was unter anderem neu sind, sind hier diese Laternchen. Diese etwas älteren Peitschenlaternen heißen die, glaube ich. Und diese alten Schilder noch hier, diese weiß. Also diese weißen mit der blauen Umrandung, diese Ortsschilder. Habe ich jetzt auch hier. Hier wird noch einiges verändert werden. Ja, ansonsten sieht das hier ein bisschen jetzt so aus. Da hat sich relativ was verändert hier am Bahnhof. Ne, wie gesagt, jetzt auch hier. Ja. Hier oben halt die N. Ja, ein Güterbahnhof hier hinten. Ja, komm ich einfach nicht weiter. Ansonsten hier unten noch so eine schöne Laterne. Hier mein neuer Haltepunkt. Mein kleiner. Ja. Mal gucken, wann ich hier weiterkomme. Ja. Ach ja, guck mal. Ich glaube, alles kennt ihr hiervon auch noch nicht, ne? Also, hiervon jedenfalls. Ich habe hier zum Beispiel noch eine Weichenlaterne. Ja, Paul, tut mir leid. Zweispuriger Ausbau. Ja, ich würde gerne noch zwei. Ich würde das gerne machen, aber es ist schwer durch den Tunnel hier. Hier durch den Tunnel, denn hier irgendwie dann noch zwei gleich zu bauen, weil dann müsste ich ja alles wegreißen und vor allem hier, vor allem durch die Weichen, dann wüsste ich nicht, wie ich das mit den Weichen bauen sollte. Das wäre doch ein bisschen zu schwer. Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, ich werde später eine neue Anlage anfangen, was auch nicht mehr allzu lange dauern wird, weil ich ja eh nicht an die Ausbildung gehe. Dann werde ich eh später eine neue Anlage bauen, dann wird ja eh viel größer und alles mögliche halt, ne? Also zwei gleich würde sich so dann nicht mehr lohnen. Die N-Bahn sieht aus wie eine Modellbahn in der Modellbahn. Ja, gut, ja, hast recht. Habt ihr eine Mail geschickt? Ja, gut. Ihr wollt halt einen Hafen mit 6 Gleisen. Oh, wo ist der Schrank her? Ich habe dazu ein ganz Let's Play gemacht. Ist auf meinem Kanal auch zu finden. Staffel 1 und Staffel 2 habe ich da, glaube ich, gemacht.
Da habe ich in der ersten Folge so erklärt, wo ich die habe, aber kannst du dir mal angucken, wie ich die restauriert habe. Habe ich vor 2 Jahren auf einem Schrottplatz gefunden, der öffentlich zugänglich ist. Und da lagen mehrere WSB-Schranken und das war die einzigste, die noch halbwegs in Ordnung. Was war denn hier jetzt gerade los? Okay. 1918, 1914, 1908 hatte ganz viel Spaß. Ist so sehr schön, Paul. Würdest du morgen auf deinen Anlagehof hier fahren? Das würde mich so freuen. Okay, was war hier gerade mit dem Livestream los? Ich habe schon gemerkt, dass er ein bisschen gehangen hat und dann hat er mich rausgeschmissen. Aber ich konnte jetzt irgendwie wieder fortfahren. Ich wollte eigentlich gerade einen neuen Anfang, hat er mir gezeigt, dass ich mit dem einen fortfahren konnte. Keine Ahnung, was hier gerade los war, aber okay. Gut, wo waren die in meiner Schranke, ne? Ja. Und da habe ich die jetzt restauriert, ne? Alle anderen waren halt schon durchgebrochen oder so. Und ja, die waren auch gut intakt. Und ansonsten fragt mich nicht, da hat sich jemand reingehackt. Merk schon. Ansonsten habe ich halt das Zeug hier. Eine Meilenlaterne und Geschwindigkeitsding vom Schild hier, ne? So Schienenklammern-Dings, eine Glocke, so ein Dingenskirchen, so ein Isolator und alles Mögliche, was ich alles habe. Ja. Mama mia. Aber ich frage mich jetzt nicht, was mit dem Livestream da los war. Also. Da fährt 306 an der Wand. Wie darf das? Gut, der gute Paul143, der hier auch gerade mit dem Livestream ist, hat mir gerade etwas geschrieben. Der meinte gerade, ich kann mich von den 143ern in Cottbus verabschieden. Alter, ich sag dir bloß so, Alter, wenn das wahr wird, Alter, ich kann, Alter, ich bring nicht um. Zitat von Drehscheibe Online. DB Regio Nordost dehnt seine 143 Einsätze zum Fahrplanwechsel aus. Hierfür werden 3 MBI-Maschinen aus Frankfurt-Main übernommen. Diese werden künftig mit den 3 noch vorhandenen Maschinen, die RB14 Nauen, Berlin-Schönefeld, bespannen, da die Linie von Tallinn 2 zurück auf Tost umgestellt wird. Was? Mutmaßlich dürfte auch der Warnemünde-Express davon profitieren, sodass es die 143er auch weiter bis an die Ostsee schaffen dürfen. Meine Cottbus 143er? Ganz ehrlich, das lohnt sich doch eh nicht mehr. Wenn die eh nächstes Jahr weg sind, macht doch eh keinen Sinn mehr. Kommt eh nächstes Jahr weg. 306 im Mai und die anderen B 330, 333 und 193 sind doch nächstes Jahr im Dezember dann weg. Das lohnt sich doch gar nicht mehr. Ja, der Rest nicht. Toll, die sind nächstes Jahr im Dezember auch dran. Toll, die paar Monate Unterschied von Mai bis Dezember macht es dann auch nicht mehr. Toll. Ich möchte nächstes Jahr noch 143er wenigstens noch sehen, wenn die hier fahren. Das kannst du da fetten. Ach, die werden 100, die werden 100 Pro noch 143er fahren, das kann ich mir nicht so nicht vorstellen. Ersatz für 100 Pro. Hier sind bisher mehr 143er Vorersatzzügen gefahren als 112er. Also, das kannst du mir so nicht sagen. Da werden selbst die von Berlin wiederholen. Ich kenne noch 112er einsetzen, noch mehr IP14. Wir kriegen hier aus Frankfurt, ja. Aber da stand doch 3 Maschinen mit NBU aus Frankfurt-Main. Da sollen noch mehr kommen, ne? Meinten die doch. Macht aber keinen Sinn dann. Ja, das macht so Sinn, wenn da mehr kommen würden, weil wenn die anderen 3 eh nächstes Jahr weg sind. Oh, V60 fährt da. Ost sogar. Sehr schön. SETG weg drin. Oder DB Gedöns. Zeig jetzt mal bitte die Loks. Habe ich doch vorhin gemacht? Ich habe doch vorhin die Loks gezeigt. Warst du aber gerade nicht da, oder?
Ich vermute, die bleiben. Was meinst du, die 343er? Ja, die werden wahrscheinlich nächstes Jahr verschwinden. Die haben doch schon Verlängerungen bekommen. Und 306 hatte dies Jahr noch Glück gehabt, eine Verlängerung zu bekommen. Oder wie war das, Paul? Hast du eigentlich deine V60? Was? Was eigentlich deine V60? Dann machst du die Modellbahn. Ich will sie auch noch holen. Ja, ich bekomme zu Weihnachten eine V60. Ja. Ich krieg zu Weihnachten eine V60. Ganz einfach. Hast du schon von Artikel 13 gehört? Ja, hab ich. Möchte ich auch noch mal was dazu sagen. Nee, war ich da. Oh, toll. Guck dir einfach mal, wenn der Livestream zu Ende ist, guck dir da nochmal das an. Warum Funkloch? Hast du deinen Namen verraten? Hä? Nee. Die meisten kennen meinen Namen doch schon. Maurice. Hast du meine Mail bekommen? Ja? Ja, habe ich bekommen. Und die 143er mit Latz, die kommt nächstes Jahr. Die möchte ich nächstes Jahr vielleicht zum Geburtstag, also im Februar eventuell holen. Auf alle Fälle, die kommt, weil ich habe mir, wie gesagt, heute schon im Modellbahnshop zwei Y-Wagen in Mintgrün von Tillich bestellt. Die hoffentlich nicht allzu lange brauchen mit dem Kommen, weil bald fängt der vor Weihnachtszeit an. Dann kann ich sie mir im Kopf abholen, ja. Da kommt nächstes Jahr die 143 mit Latz. Die werden ja im Juni arbeitslos. Wer wird im Juni arbeitslos? Ist der Jonas eigentlich auch hier im Chat? Nee, ist er nicht, der hat leider keine Zeit, hat er mir geschrieben. Ich habe auch eine V60, aber DB. Hab nur DB-Fahrzeuge. Oh. Vielleicht ist sie dann weg wie 212. Nee, sie ist tatsächlich noch da und in Cottbus im Modellbahnshop hat er auch noch eine. Ich glaube, die ist nicht so schnell weg, weil die 212, die ging ja ruckzuck weg in wenigen Wochen. Die 143 mit Latz, die ist ja jetzt schon seit Juni, glaube ich, draußen. Und die ist immer noch drin, also die wird nicht so schnell verschwinden, glaube ich. Die nicht, ja. Weil die ist immer noch auf Lager, also bestimmt, weil die DB-Logo hat und alles schon so, ne. Die andere hat ja DR-Logo gehabt. Vielleicht war sie deswegen, denke ich mal, schnell ausverkauft, keine Ahnung. Aber schade, dass ich die nicht bekommen habe. So. Ach so. Okay, gut, danke. 112 und 114, Baden-Württemberg. Die 114, da können sie auch mal wieder herholen. Die sind vorher alle hier gefahren und dann 2012, 2013 sind ja alle rübergegangen. Was kommt dann für die in BW? Kennst du die Weiße Lady? Natürlich kenne ich die Weiße Lady hier, die 143.001. Die ist ja jetzt orange. Die fährt ja sogar hier Cottbus, Senftenberg, Spreewitz, irgendwie so. Also ich habe die ja schon öfters gesehen. Die fährt ja hier immer mit so einem, was ist das? Kohlenstaub. Kohlenstaub fährt die immer. Die habe ich schon öfters gesehen. Wisst ihr eigentlich, dass vielleicht man keine Modelle mehr produziert? Das ist richtig schade. Was? Vielleicht machen wir keine Modelle mehr? Wenn du mal Urlaub machst in Mecklenburg, sag mal Bescheid. Ich weiß, wo ganz viele 143 steht in HRO, in Rostock. Oh, was? Und Typ Miller mit Latz. Oh. ASF, Köf, 3, 155er und 088 in DR-Lack. Wenn sie bis dahin noch fährt. Ganz viele 143er. Na, ich bin nächstes Jahr ich bin nächstes Jahr im Juli auf alle Fälle da. Da mache ich wieder Urlaub. Aber generell nächstes Jahr in... nächstes Jahr im MV bin ich insgesamt dreimal, glaube ich, nächstes Jahr im Sommer. Dreimal, glaube ich. Okran ist auch zu empfehlen. Ja, stimmt. Was auf 150er. So, wurde mich wegen Artikel 13 gefragt. Ja, ich habe das schon mitbekommen. Was soll ich denn dazu sagen? Finde ich nicht so toll. Ich hoffe, das wird einfach nicht... ich hoffe, das kommt nicht durch. Und da schreibt einfach mal allen diese hier... Dings da unterschreiben hier. Ihr wisst schon. Wie auch immer das jetzt heißt. Ihr wisst schon, was ich meine. Dings unterschreiben. Unterschrift für jede Petition. 143, 821. Ja, ich komme irgendwann auch noch die zu sehen. Keine Angst. Bei euch an der Ostsee, irgendwo der von der dänischen Startbahn auch gekaufte ICVT, oder?
Ich bin mal mit der RBB gefahren. Machst du Aushilfe dort? Na, ich mach da keine Aushilfe. Wenn es der Ratvorschlag wäre, wäre Artikel 13 nicht ganz so hart für die Flug. Aber wenn das wirklich durchgesetzt werden sollte und dann alle YouTube-Kanäle gelöscht werden sollten, finde ich dann nicht so toll. Wäre nicht so toll. Kauf dir eine Ost V200, wenn du noch Ostmittel willst. Stimmt. Die Tiger-Trommel. Die könnte ich mir holen. Passt dann super zu Ludmilla. Die kann ich mir echt noch holen. Gute Idee, gute Idee. Wie wär's mit der Baureihe 155 von Rocco? Ja! Wie viel kostet die? 199er? Wie war das? Oh, ne, 214, ne? Die kommt irgendwann. 155 wird auf meiner Anlage auf alle Fälle auch kommen. Wenn ich mir jetzt 243er nur hole, dann kommt auch 155. Das ist einfach so. Dein Vorname. Mein Vorname ist Maurice. M-A-U-R-I-C-E. I-C-E. In Erfurt fährt keine 43 mehr, die vor dem, dass das nach Eisenach bespannt war. Hast du eine V60 DR? Nee, V60 DR bekomme ich zu Weihnachten. Plus Taurus. Die V100? V100, ja. V200, 120, ja. Die Tiger-Trommel, die gute, alte. Aber Bilder gesehen. Die Tiger-Trommel sind schon Hingucker. Und die alten Lüfter erst. Oh, ey, wenn hier mal so ein Müller mal mit alten Lüftern durchkommt, das Ding, boah, geil. Die neu belüfteten, da hört man keinen Sound mehr. Das ist einfach so. Bei dir fährt leider nur Nordwestbahn. Ist es eigentlich dann die, die ich habe, die orangene V60? Oh, frag mich nicht, ob die orange oder gelb war. Ich glaube, meine war gelb, möchte ich sagen, glaube ich. Ich glaube, meine war gelb. Die große Orange, ne? Meine war, glaube ich, gelb, wenn ich sage, ich glaube, glaub ich, eine gelbe. Na, immerhin, das ist dann die Lok, die mein Opa damals in Eisenhüttenstadt gefahren ist. Mein Obi. Stolzer Lokführer einer V60 bei der Reichsbahn. Ja, das war Zeit, ne? Welche Diesel-Lok auch geil wäre, ist die V100DR. Ja, die V100DR, das ist so eine geile Lok. Habe ich mir schon mal überlegt, die mir als Modell zuzulegen. Ach, es gibt einfach so viele Modelle, die man sich als Modell zulegen will. Da in 20 Jahren, da habe ich von jedem Modell 10 Stück. Aber es gibt so viele Modelle, vor allem von der Reisbahn, die ich haben möchte. Also, da kommt viel. Eine A501, ah, schön. Dann habe ich meinen nächsten, im Dezember, da habe ich 3 Sonderzüge an 3 Wochenenden hintereinander. Am 2. Dezember, also am 1. Advent, einen Sonderzug mit der 52. Am 8. Dezember, eine Woche später, eine 52er und eine 35er. 2 Sonderzüge fahren wir, ja. Und eine Woche später nochmal eine 52er. Geil. Es gibt alle Modelle, nur den 67 nicht. Ja, meine Geschichte kennt ihr ja. Falls ihr denn was seht, da steht ein, was steht das? Dauer, denn das rote Teil. Ich überarbeite gerade meinen 67, der hat jetzt so ein rundes Dach. Mein abgerundetes und die Front ist viel besser. Also der gute Power 143 findet den mega gut. Mir fehlen auch noch so viele Baureihen, wo ich so viele Loks habe. Aber erstmal die Mollibahn komplettieren. Genau. Erstmal muss die auch fertig werden. Ja.
Ich habe eine Pico zu 18 mit dem Look von 1990, mit dem weißen Dreieck vorne und hinten. Ah. Ich glaube, die Lok gibt es schon gar nicht mehr. Ich habe mal nachgeguckt, letztens bei der Pico-Seite, da gibt es, glaube ich, nur noch zwei 218er Baureihen in der verschiedenen Variante, glaube ich. Jetzt denke ich immer noch mein Teil, dein Teil. Nee, ich will dein Teil nicht mehr. Tut mir leid, nee. Ich habe heute mal einen 67er mitten im Zug PBZ zwischen die C-Bahn gesehen. Oh, das ist. Bau dir mal einen Twindex. Wie soll ich einen Twindex bauen? Und der passt leider nicht auf meine Zeitepoche hoch. Ich habe Zeitepoche 2000 bis 2012. Da passt leider kein Twindex hoch. Da kam er leider erst später. Im Reinigen sage ich, wie Spuren habe ich nicht, aber stimmt, da könnte ich mir auch hinzulegen. Sollte man als Neuling im Modellbau digital oder analog bevorzugen? Also ich habe ja mit analog angefangen. Ich würde vielleicht auch erstmal analog anfangen, weil man hat ja manchmal nicht so viel. Man kann ja dann, aber ich würde es auch vielleicht empfehlen, wenn man dann die ganze Anlage aufgebaut hat, eventuell wirklich dann schon auf digital umzustellen. Das war vielleicht mein Fehler damals. Hatte ich noch nicht so viel Erfahrung gehabt, naja. Twindex gibt es zudem günstig von Pico. Ja. Oh, Alter, Twindex, Pico, ey, das haben die ja mega versaut, nicht wahr, Paulchen? Bist ja gerade immer noch mit dabei. Also versaut in dem Sinne, den haben sie als Steuerwagen rausgebracht, also vom IC her geht's ja, das ist ja, vom IC geht das ja alles. Aber die haben für einen lokbespannten Doppelstockzug den Twindex-Kopf als Steuerwagen rausgebracht, was es so gar nicht gibt in DB Regio-Variante. Den gibt es ja nur in der IC-Variante als Steuerwagen. Ansonsten gibt es den für DB Regio nur als Triebwagen. Das haben sie irgendwie ein bisschen scheiße gemacht. Ich habe mich auch generell gefreut, ob die Mittelwagen Niederflur werden, da jeder die benutzen kann und dass der Steuerwagen, der normale Steuerwagen, wird von den Modernen halt die Lok bespannt sind und nicht, dass sie ihn für den nächsten machen. Naja, gut, egal. Ja, gibt's ja auch als Regio, aber als kompletten Triebwagen ohne Lok, die haben ja den Steuerwagen selbst rausgebracht, den man ja nur mit der Lok verbinden kann, was dann ja nicht so realistisch ist. Und der Twindex hat ja oben nicht mal einen Domabnehmer, was der Twindex-Triebwagen ja hat. Oben, der hat ja auf jedem Kopf hinten dann noch ein Ding so. Hi, Velaro TV. Aber wenn dann ein Vierachser, weil der Zwillachs von Rocco nicht durch deine Radien laufen wird. Ich hatte den auch, der ist bei mir nur ein Gleis. Oh, okay. Und die Müllwagen sind Hocheinsteiger. Ja! Hocheinsteiger, die würden auf meine Zeitepoche auch nicht passen. Die sind zwar jetzt hier auch bei uns, weil DB Regio Nordost hat sich ja welche geholt von Frankfurt, Main. Ja. Jetzt kommen die auch nicht hierher. Sehr schön. Also ich finde die Dinger gewöhnungsbedürftig. Eigentlich, glaube ich, kann mich mit Dingern nicht anfreunden. Tut mir leid, das sieht mir zu dämlich aus mit den Hocheinstiegtüren. Tut mir leid, das sieht mir zu dämlich aus. Ja, ich kann mich mit denen nicht anfreunden. Aber das Geilste war ja, als ich Praktikum gemacht habe in der Werkstatt, da haben sie die ganzen Hocheinstiegtüren schon aufgearbeitet. Und wie haben sie lackiert? Per Hand mit diesen Rollen. Oh, Alter. Alter, frage ich mich, wie lange arbeiten die an diesem Wagen? Aber mit Panto, der von Pico hat keinen. Ja. Weil es gibt den ja nicht als extra Steuerwagen, den man mit Lok bespannen kann. Den gibt es ja nur als Triebwagen. Den Steuerwagen gibt es ja rein so nur für den Intercity, ja. Das hat Pico irgendwie ein bisschen falsch gemacht. Jetzt habe ich einen 4-Achser-Reinigungswagen und der läuft selbst durch die kleinsten Radien. Na bitte. Wir haben ihn nur tief. Das bleibt auch hoffentlich so. Ja, die Hocheinsteiger kommen, die sollen ja eh zu dir kommen, Paul. Also passt alles. Der 2-Achser hat so große Achsabstände. Ja, dann ist natürlich alles klar, dass er ein Gleis.
Pico ist die beste Mauermarke. Also ich bin ja auch treuer Pico-Kunde, Käufer. Also ich muss auch sagen, ich finde Pico mit der besten, ja. Und Tillig finde ich eigentlich auch ganz gut. Also sie machen auch sehr gute Modelle. Machen ja fast nur TT. Ist ja nicht so mit Loks, was ich ja gesehen habe. Aber mit Wagen. Aber die Wagen sehen ja super aus. Ich habe ja schon mehr als zwei Wagen. Also ich bin von Tillig auch sehr positiv überrascht. Ich dachte, die haben die jetzt mit Hansexpress lackiert. Achso, stimmt ja. Stimmt ja, die haben ja einen Haufen Hoheinstieg-Dinger mit Hansexpress-Ding lackiert. Ja, mal ja, gucken. Ja, stimmt. Ja, dann kriegt ihr vielleicht die abgeranzten Niederflur-Steuerwagen. Immerhin. Die Hocheinsteiger haben mehr Sitzplätze. Ja. Ja. Pico hat tolle Loks, aber nicht so toll per Personenwagen. Ja, die 143 und so, die sind ja geil. Aber ey, also die DR-Dossers, also ich kenne keine andere Firma, die in Hanoi DR-Dossers macht, außer Pico. Also, ne? Also DB-Uzza und sowas. Ne? Also Paul, da musst du sagen, die sind gut. Ne? Mein Rheingold ist von Tillig. Ah. Du hast noch Rheingold? Rocco und Märklin sind auch nicht schlecht. Ne, Rocco ist auch nicht schlecht. Märklin. Hatte ich noch nicht das Vergnügen. Hast du den Desiro? Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Den würde ich mir auch gerne zulegen. Ist eigentlich auch ein sehr klasse Fahrzeug. Hab mir jetzt auch einen Wittenberger gebaut. Oh, sehr schön. Ach ja, stimmt. Hast du ja das Video geschrieben. Wann war das? Was ist das? Ich weiß schon nicht mehr. Haben die echt mehr Sitzplätze? Der Einstiegbereich nimmt ja extrem viel Platz in den großen Türen. Alter, und diese Stange, die noch in der Mitte von der Tür ist, Alter. Wie kommt denn da ein fetter Mann durch, der noch fetter ist? Aber wirklich. Also ich kann mich mit den Hocheinsteigern nicht einfreuen. Tut mir leid, das sieht mir zu doof aus. Irgendwie mit den hohen Türen. Und dann. Oh, nee. Tut mir leid, also ich bin kein Fan von denen. Ich kann mich mit denen nicht anfreunden. Tut mir leid. Tut mir leid. Oh. Also ich kann mich von den Sitzen von den DR-Dossos nie beschweren. Sie sind vielleicht ein bisschen hart, aber trotzdem finde ich sie irgendwie toll. Also ich mag die eigentlich irgendwie. Haben irgendwas. Haben sowas Nostalgisches. Deswegen finde ich sie ein bisschen wieder so bequem. Ich finde generell, Dossos haben, also auch die modernen, haben irgendwie bessere Sitze als Teilen 2. Von den Teilen 2 finde ich die Dinger. Von den Teilen 2 finde ich die Dinger immer steinhart. Oh Mann, ey. Ich mag Teilen 2 fahren. Ich tut mir leid. 143, 33-3 ist beste. Ja. Meine Lieblings 143 von Cottbus ist leider immer noch 306. Ich habe die, war meine erste 143, die ich fotografiert habe. Ja, meine erste 143, die ich nach Jahren mal wieder gesehen habe. Deswegen ist das mein Lieblings 143. Danach kommt 333, ja. Nee, danach kommt 065, dann 330, so. Wie viel Dostos hast du eigentlich? Wenn man die Senftopf-Doppelstockwagen mitzählt, habe ich insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Und ich werde mir nochmal einen DBU-Zahn nochmal kaufen, einen Mittelwagen nochmal. Ich will nämlich auf dem RE5 dann, also mit der 112 insgesamt 3 Dostos haben und auf der RB-Linie mit der 143 2 Dostos. Von den roten halt. Hast du auch die Rekowagen? Noch die da hinten. Kaufer von Rocco Regio Shuttle. Die haben Regio Shuttle? Die riechen nostalgisch. Ja, ich find's immer wieder geil, ey, wenn ich mal irgendwo hin will und dann auf einmal kommt da die Adosto. Ja, da könnte ich Freundsprünge machen. Mal innerlich. Aber ich find's einfach immer wieder schön, wenn man mit den Dingern fährt, die haben was Besonderes. Vor allem, wenn die Adosto sind, wo die Fenster ganz runterzuschieben sind. Nicht nur die Dinger zum Aufklappen. Ja, aber die zwei Varianten gab es ja, die zum Aufklappen nur, so Seilklappen, dann gab es ja die man ganz runterschieben kann. Die mit ganz runterschieben. Oh, das ist mal wieder geil. Mal rausgucken. Ja, oh, der Regio-Shuttle hat Rocco. Na, dann hole ich mir den von Rocco, den Regio-Shuttle. Aber erst eine Ausbildung. Dann habe ich mein eigenes Geld, dann kann ich mir genug Zeug holen.
Das ist jetzt schon, ey, was man da verdient als Mechatroniker schon in der Ausbildung, das ist schon, ja. Würde ich, kann nicht alles ausgeben, das ist mir auch bewusst, ich muss ja auch anderes Zeug dann später machen, ne? Bei uns in Aschaffenburg unter Franken wird die Stadt ab nächstem Jahr vielleicht vom ICE-Netz genommen. Okay. Obwohl viele Pendler durch den ICE hier nach Frankfurt fahren, das ist sinnlos von der BR. Das ist echt sinnlos. Ja, was hältst du davon? Ja, das ist echt sinnlos. Aschaffenburg? Hey, das ist ja mega dämlich. Ich habe noch nie einen Ersatzzug. Das ist doof. Das ist doof. Ja, manchmal ist ja auch mehr IC10. Bis nach Leipzig dann mal der, dass du. War auch schon lange keiner mehr. Das ist das Problem. Wann waren das letzte? Im August hatte ich das letzte Mal in der Erdus auf dem RE10. Ja, bald beginnt es wieder Winterzeit, dann kommen die ganzen Ersatzkorrekturen wieder. Ich sehe es jetzt schon wieder. Im Winter, dann kommen sie wieder. Maurice, wir müssen nochmal Ersatz zugejagt durch Brandenburg machen. Ja, das müssen wir nochmal machen. Die Frage ist, wann? Im Winter bei Weihnachtsferien. Kannst du einmal deinen Tisch zeigen? Soll ich einen Kanal öffnen? Ist deine Entscheidung, ob du einen öffnen sollst. Kannst du mal, also was für einen Tisch meinst du? Meinst du jetzt die Anlage oder was meinst du jetzt? War das letzte Mal erzählen dir alles, da ja, wo wir dabei waren. Ich weiß nur, dass mein letzter Deados, dass ich meinen letzten August gesehen habe. Das weiß ich. Mein letzter Deados auf dem RE10, das weiß ich, das war noch im August. Ansonsten, wo du mit Dings da warst, wo du dachtest, der fährt auf dem RE43, weil du es ja gehofft hast, und dann trotzdem auf dem Dings hier fuhr, auf dem RE10, da warst du auch so bitter, war das nicht im Februar? Hoffentlich machen die Talent 2 bald wieder alles schlapp. Das letzte Mal war ich bloß nicht trainiert. Ja. Musst du mich so mobben? Na, tut mir leid. Ich habe jetzt hier eine Erinnerung wieder hervorgerufen. Ja, auf alle Fälle. Jetzt im Winter, denke ich, werden die wieder mehrfach ausfallen. Das ist einfach so. Beim Praktikum meinten die auch. Nein, die Talent 2, die halten alles aus. Die fallen hier noch nie aus. Leider nicht bemerkt. Naja. So, wie die ausfallen. Wie viele Bilder habe ich hier schon von der Adoster? Bei den Modellbahnen, wo ich bin, haben wir 4-Regel Shuttle. 3 von der Erfurter Bahn und einen Südthüringen-Bahn. Bei den Modellbahnen in Erfurt. Sehr schön. Ersatzzug bei uns für 612 fahren zu 18 mit N-Bahn. Und manchmal fährt eine 611. Ersatz für die Baureihe 218. Wenn der Ersatzzug wieder für den Ersatzzug fährt, geil. Willst du eine Brücke von mir? Ich wüsste nicht, wo ich jetzt hier mit einer Brücke eigentlich hin soll. Auf der Spur N höchstens, ja, aber auf der 0? Hast du auch Rekowagen? Rekowagen, sind das nicht meine DR-Wagen, die ich da hinten habe? Meine grünen. Oh, Paul, du wirst weitergemobbt, das tut mir leid. Ne? Moin! Ja, Paul, tut mir leid. Kannst du mich nächstes Mal schlagen? Ich gebe dir einen Burger aus. Wo ist eine Hanöllbrücke? Na, ich wüsste jetzt nicht, wo ich mit der Hanöllbrücke gehen sollte. Du kannst eine Brücke von der A0 zur A0E bauen. Das ist eine Verbindung hier. Ich hab mir schon mal vor einem Jahr überlegt, dass ich mal da hinten nochmal so eine neue Platte aufbaue, aber jetzt ja A0E ist, und dann hier einfach so weiterführe. War echt mal so eine Idee. Wurde leider nicht umgesetzt. Ne?
Hoffentlich verpenne ich das dann nicht, wie als mal zwei Stationen von mir weg in der Zug fuhr und ich alles verpennt habe. Oh, das ist doof. Das ist doof. Aber generell mal meinen letzten Ersatzzug generell mal mit Doppelstockwagen, das hatte ich in den Herbstferien gehabt, aber es waren halt moderne Doppelstockwagen. Wann war denn das? Sag mir, ich war 2 Wochen. Das war am 25. Oktober. Da kam Ersatzguide-Tour für den L10. Auf der Lok war ich übrigens auch beim Praktikum oben, ne? Die schönen 112, 148, die dieses Jahr schöne Hauptuntersuchung bekommen hat, die jetzt, boah, die sieht blitzeblank aus und so schön, oh, die glänzt richtig, gefällt mir. Oder, oh, das war auch geil in den Herbstferien, als ich die ABH 143er gesehen habe, ne? Aber das Video kennen ja bestimmt die meisten. War auch so ein richtiger Traum. Das war diese Erzgebirgsersatzung mit den Angelok. Kann man ein paar Bilder vom Praktikum zeigen, fällt mir gerade so ein. Habe ich da irgendwas? Natürlich habe ich da irgendwas. Jetzt kommen die ganzen E-Mails. Was habe ich denn hier Schönes? Weiß ich nicht. Ich habe ja einen Haufen Zeug. Ich habe unter anderem einen Führerstand von der 182. Deine Frage, welche waren die? Sag, frag doch mal die Frage. Dann habe ich mich mit meinem Kumpel da im Führerstand von der 182. Vom Lausitzer Dampflokclub sind 3 Gleise. Vermietet da in der Werkstatt, da steht eine Ferketaxe, die schon seit Jahren nicht fährt, die arbeiten sie gerade auf. Die haben ja bisher nur 2, das ist ja der dritte, warte, die fährt noch gar nicht. Was habe ich noch Schönes? Ja. 182, 006 und ich da runter, ne? Ich mit meiner Latzhose. Sexy. Ob du Eco-Wagen hast? Nee, habe ich nicht. Die Wagen, die ich da hinten habe, das sind, glaube ich, diese Y-Wagen, die mit dem Y-Wagen groß geschrieben sind. Das sind doch, glaube ich, keine Eco-Wagen, möchte ich sagen. Steht nicht oben auf den Verpackungen. Liegewagen ist Bauart Halberstadt, ja. Y-Wagen also. Und hier Typ Y AME. Reisezugwagen. Also 182 ist die Geißellok. Fahren im Raum Cottbus 182. Ja, im Raum Cottbus fahren sehr viele 182er. Rostock, es gibt ja insgesamt 25 182er bei der DB. Und davon hat Rostock und Cottbus welche. Aufgeteilt. Gleichmäßig. So entfernen, wie es geht. Badehose Pflicht. Also dreckige Kleidung sollte man einfach, also die Kleidung, die dreckig werden sollte. Aber ich hab mir so gedacht, ich zieh eine Latzhose an. Ah, guck mal, was haben wir hier schön. Ja, hier, wo ich auf dem Dach die Dachsegmente abmache. Ach ja, das war schön. Ja, hier von oben dann vom Dach, da haben wir dann halt die Stromnehmer schon abgehabt. Das war geil. Ja, da gucke ich aus der 182 raus, aus der, die ja neue Frist bekommt. Ich dachte, die fahren nur Magdeburg, Berlin, Frankfurt.
Naja, der RE1, den fahren sie ja vor allem. Ist ja nur RE1 eigentlich. Der geht ja von Cottbus dann schon los. Ein Teil geht ja von Frankfurt-Oder los und der andere Teil geht von Cottbus los. Die RE1 Skytouren. Die RE1 Skytouren sind ja generell in Cottbus beheimatet. Da stehen ja die ganzen Skytouren. Ah, Führerstand 112, sehr schön. Oder V60 001 vom Lausitzer Dampflokclub. Auch sehr schön. Ich habe VT 612 von Pico. Oh, wird dir gesagt, schon noch nicht mal. Pantograph ist dein Teil zum Zeichnen. Okay. Ja, Paul, ich beantworte deine Frage gleich. Ja, oder das war auch geil. Es gibt eigentlich ein extra Diesellokwerk, aber was kam in das Regiowerk rein? Ludmilla, zum Waschen. Kam Ludmilla zum Waschen rein. Das war geil. Torus von dem Bild ist von der DB. Ja, der ist von der DB. Ja, hier. Morenci, Doppelschung waren. Ah, wie ich Dinger mag. Nicht. Ja, 143, die aus Halle, glaube ich, kam, die jetzt als Heizlok benutzt wird. Auch nicht so schön eigentlich. Naja, was wollen wir machen? Bei uns waren 8 MAC-Tors mit N-Wagen und Wittenberger Steuerwagen in Erfurt beheimatet. Ah, dann meinst du bestimmt Y-Wagen. Y-Wagen meinst du? Die Ostvariante, das waren die Y-Wagen, nicht die N-Wagen. Meinst du bestimmt die Y-Wagen? Ach ja, als die Dresdner 143 drin war in der Werkstatt. 143, 360. Sieht man die Nummer jetzt so. Also. Wie viele 143er hat Halle? Paul, bist du noch im Chat drin? Sag mal, wie viele 143er Halle hat. Das weiß ich gerade gar nicht. Ja, und das war ja dann das Highlight. Meine Modelllok 112, 121. Das war ja dann das Highlight von allem. Und ich guck da oben noch raus. Oder hier, Y-Wagen von innen. Wozu braucht man heutzutage noch Heizloks? Gute Frage. So um die 10 in Betrieb und 50 bis 60 abgestellt. Na, vielen Dank auch. Hi Dominik. Ich glaube, er fühlt sich gemobbt. Ja, oder eine Delta Whale 143, die von Halle angemietet war an Delta, oder noch ist angemietet an Delta Whale, stand auch in Cottbus. Einen Tag später war sie zur Wäsche dann drinne in der Werkstatt. Also hier dann, ne? Und ja. Das hier war auch geil. 412 auf einem Bild. Ah ne, 312 war 143. Das hier ist die 143. Die Delta Whale. Ach ja. Das war mein letztes Bild dann vom Praktikum. Toll. Der E1 fährt von Magdeburg bis FFO. Und ein Teil auch bis Cottbus. Ich habe Haufen Bilder von Cottbus. Weil die E1-Kalitonen sind noch in Cottbus beheimatet und die fahren auch bis Cottbus. Ich habe Fahrplan sogar davon, also die fahren auch bis Cottbus rein. Ich frage mich generell noch, warum die mal bis Frankfurt fahren, da und einige dann bis Cottbus durch. Das verstehe ich mir noch nicht ganz, aber gut. Maurice, deine Zuschauer sind frech. Nee, nur ich, Paul, aber das kennst du ja bereits. Ah, okay. Zum Warmhalten der P-Wagen, dafür sind die Heizloks. Okay.
irgendwo im Fahrplan von der AI1. Kann es gern sein, dass die vorgesagt hat, das waren. Dann fragen wir sie, wo ich ihn hab. Das habe ich nicht alles. Ach, guck mal. Gleich den ersten Fahrplan, gleich der AI1. Da steht's. AI1-RB11, weil die fahren gleich Strecke. Cottbus, Magdeburg, Eisenstadt. Da steht also auch Cottbus drin. Der fährt bis nach Cottbus rein. Ich habe auch Bilder von Taurus auch rein. Cottbus, das kann der gute Paul auch beweisen. Also die fahren bis nach Cottbus. Aber Paul, kannst du mir eventuell erklären, warum manche mal nur bis Frankfurt fahren und andere bis Cottbus? Das habe ich bis heute immer noch nicht verstanden. Und den Fahrplan ließ ich auch nicht durch. Der ist mir viel zu groß. Zusammenfallen kann ich nur nicht, wa? Ach nee, doch jetzt. Ah, guck mal. Bei uns gibt es eine umgebaute Baureihe 628, die anstatt einen zwei Motoren hat, um die Leistung zu erhöhen. Okay. Dieser Triebwagen heißt liebevoll Maria und beim Aufrüsten muss man ihn als Doppeltrakt sehen. Ach so, deswegen. Okay. Aber wenn gut, nur zu Berufszeiten bis nach Frankfurt. Das ergibt Sinn. Dann hab ich mal mein letztes Bild vom RE1 im Cottbus gemacht. Warte mal. Ich fotografiere schon gar nicht mehr. Hier zum Beispiel. Der RE1 im Cottbus. Oder. War das Bild? Oder hier haben auch gerade der RE1 reingefahren in Cottbus und daneben der RE18 mit 912. Sehr schön, ne? Was meinst du, wird es viele Zugausfälle geben, wenn die Nordwestbahn, die S-Bahn in Hannover übernimmt? Dazu kann ich mir nichts sagen. Nur 2 ist halt echt besser als 712. Ja, die sieht schön bunt aus, ne? Achso, Paul hat ja irgendwas geschrieben, ne? Ja. Apropos 628. DB Regio, Cottbus. Habe ich letztens Bericht gesehen. Die haben einen längst stillgelegten 628 wieder aufgearbeitet für Kanada. Für Kanada. Der soll irgendeine komische Strecke da fahren. In Kanada. In Kanada. Dafür haben sie das Ding aufgearbeitet. War ich selbst erstaunt. Das Gefühl, das Schild hängt schief. Oh nee, es hängt richtig. Okay.
Das werde ich aber nicht zeigen, das ist Überraschung. Kurz später gezeigt. Und 80 Lok für ihn, alle weit weh. Ich habe heute wieder 112 und 112 gesehen, wenn ich die im Dunkeln erkannt habe. Sag mal. Ich bekomme die nie, was soll denn das? Was macht eigentlich die NOE-Platte? Zurzeit erstmal nichts. Ich komme generell erstmal an den Anlagen erstmal nicht weiter. Ich habe gerade zu viel zu tun mit anderem Zeug, Schule und so. Also ich komme erstmal nicht dazu. Ich hoffe, ich komme irgendwann wieder zu, mal wieder große Dinge mal wieder in der Anlage zu machen. So wie mit den Auszubildenden umgegangen wird, ist kein Wunder, dass so viele Lokführer fehlen. Ich habe das selbst erlebt, leider. Ui. Ja. Blinklichter an meinem WSSB. Ich hab das schon mal gesagt, wie soll ich die da rankriegen? Ey, ich müsste die Kabel vorher, sind in der Schranke drinnen durchverlaufen. Ich müsste das ganze Ding aufmachen, um da Kabel durchzukriegen, um irgendwie Lampenarme zu machen. Das mache ich nicht. Dann ist das Ding immer offen, kriege ich das Ding nicht mehr zu. Ich habe nicht auf deine Mail geantwortet. Das mache ich dann in Ruhe noch nachher. Das mache ich noch, keine Angst. Aber apropos Blinklicht und WSSB. Da gibt es noch WSSB Andreas Kreuz, was blinkt. Ich bekam nämlich von einem Kumpel eine Telefonnummer von jemandem aus Finsterwalde. Dem gehört nämlich der Bahn Finsterwalde und dieser Messzug, dieser blaue Desiro, der auch in der Finsterwalde beheimatet ist, dem gehört auch das und dem gehört sogar ein WSSB-Bahnübergang und ein Teil von der Strecke. Und der hat bei sich WSSB-Andreaskreuze. Und ich werde da wahrscheinlich eins kriegen, weil der verkauft die nämlich und ich werde mich noch melden. Nächste Woche wahrscheinlich. Und dann habe ich ein WSSB-Andreaskreuz mit Licht. Dann habe ich von jedem etwas. Eine WSSB-Schranke, ein WSSB-Andreaskreuz mit und ohne Licht. Passt doch. Kennst du Dortmunder Junge? Ja, Dortmunder Junge, den kenne ich. Was? Nee, der Preis wird wahrscheinlich so hoch sein. Der verkauft die, glaube ich, schon ab 10 Euro oder so. Aber was auch geiler ist, der, wenn man will, macht der einen die Dinger sogar wieder funktionsfähig. Also mit Licht, mit Rassel und der würde das Ding so, sogar einem in den Garten stellen. Also alles einbauen. Das würde der sogar alles machen. Aber ich will nur das Kreuz haben und fertig ist. Also, und so verkauft er es schon ab 10 Euro. Was ich toll finde. Hi.
So, ich will Amazon. 23:13. Ja. Ja. Wollen wir mal gleich Schluss machen, ne? Ich war halt wieder Schule und. Ne. Dass ich wieder auf ins Bett gehe. Werde langsam müde. Der gute Paul hat mir auch gerade geschrieben, dass er schon müde ist. Und jetzt, wo ich gerade so auf die Uhr gucke, ja, 23:13, ja. Machen wir gleich Schluss. Aber ja. Habt ihr sonst noch irgendwelche Wünsche für die Zukunft, die ich eventuell erfüllen kann, insofern wie es geht? Kennst du die Otto? Was? Lilienthal-Schule? Ne, die kenne ich ja nicht. Schreib mir mal in Gmail. Ja, das mache ich nachher gleich. Mache ich gleich Schluss, dann werde ich mal gleich zurückschreiben jedem. Ja, dann, ne? Mach's gut. Ja, kauf mir S-Bahn Dresden, das ist. Ja, ich dir nicht. Nee, das kannst du erst machen. Zeig mal die Anlage aus Januar-Handel-E. Hat sich nicht mehr getan, die ist genauso wie vorher. Da und da ist gerade ein bisschen. Was? Ein bisschen unordentlich, da muss ich gerade aufräumen, das ist gerade ein bisschen schlechter. Kann ich im nächsten FC machen. Ende dieses Jahres, Anfang des Jahres, Bigo Neuheiten, 2019er Aktion. Ey, das ist eine gute Idee! Das ist eine gute Idee! Wenn das dann rauskommt, für Pico und nächstes Jahr die ganzen Neuheiten, das ist eine gute Idee! Da mal eine Reaktion machen. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich. Das muss ich mir mal rein. Das muss ich mir mal aufschreiben. Also ein Video über einzelne Loks oder Lokfamilien würde ich feiern. Ja, so Dokus könnt ihr ja mal, so Mini-Dokus eigentlich auch mal rausbringen eigentlich. Bin ja noch am Arbeiten an der Doku für Linie RB43, I10 noch. Ne, die Dokus sind noch alle oben, außer die von der Ludmilla. Alle anderen Dokus sind ja eigentlich noch oben. Drei müssen es sein, glaube ich. Nee, 5. Molly-Doku, die ist auch noch drauf. Die sind alle dran. Ja, tschüssi, Paul. Ja. Gut. Würde ich auch mal Feierabend machen. Aber das ist echt eine gute Idee. Das mit der Reaktion da für die Neuheiten. Ne? Schreibe ich mir auf, merke ich mir, mache ich. Wenn die rauskommen, ich das sehe, dass die draußen sind, dann mache ich Reaktion dazu. Kaufst du dir mal die Pico Smart Control? Muss ich mal gucken. Ludmilla habe ich schon mal gehabt. Ich frage mich, warum ich die gelöscht habe, was das war. Aber ich habe die noch irgendwo. Ich habe die irgendwo noch oben auf dem PC. Muss ich mal gucken. Findest du nur die Molly-Dokus? Kann auch nicht sein. Nur die Molly-Dokus? Geht doch gar nicht. Das sind doch die Dokus von der. Hier von den DA-Dosters. Sind auch noch da. Ne, wie zeigt er alle an? Hier? Sind sie auch alle 5. Und doch privat sind die jetzt nicht gestellt, soweit ich wüsste. Was?
Was? Man kann sich so ein Zeug in VR angucken? Okay. Okay, das ist mir jetzt neu. Alles klar. Aber die sind bei mir jetzt auch irgendwie nicht auf privat oder so gestellt. Also die müssen eigentlich da sein. Was schreibt die Paul bei WhatsApp? Ach, alles Mögliche. Ja, Tschüssi hat mir halt geschrieben, dass er aus dem Dings hier raus ist. Wie bist du auf Pio gekommen? Welche Kamera verwendest du für die Aufnahme der Züge? Auch frag mir jetzt nicht, wie die heißt. Muss ich das nächste Mal nochmal zeigen. Erinnert mich mal nächstes Mal dran, dann kann ich das mal alles vorkramen nochmal. Wenn man jetzt eh gleich los, deswegen. Auch weil ich nicht, wie die heißt. Wie bist du auf Pio gekommen? Boah, das. Meine ersten Modellbahnen waren Doppelstock. Weil ich wollte einen Doppelstock mal als Modell haben. Und dann habe ich mir gedacht, fange ich mal mit dem Modellbahn mal an. Und dann will ich einen Doppelstock haben. Habe ich mal gesucht und dann bin ich so auf Pico halt gestoßen durch den Doppelstock. So einfach war das. Ja, verbot mal wieder fahren. Ja. Gut, aber wie gesagt, jetzt würde ich wirklich mal Feierabend machen, ne? Weil mir fallen auch lange die Augen zu und war auch ein langer Tag wieder für mich. Werde ich noch die restlichen E-Mails dann noch da beantworten oder Gmail oder was auch immer. Ja. Und schreibt mich gerne an, wenn ihr irgendwas habt. Also, ne? Irgendwelche Fragen habt und das nicht in die Kommentare schreiben wollt, dann könnt ihr mir gerne so schreiben, über die Gmail habe ich ja vorhin da reingestellt. Dann könnt ihr nachher mal ansonsten gucken, wenn das Ding online ist. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, würde ich jetzt Schluss machen und ich hoffe, die kleine Quasselrunde hat euch mal wieder gefallen, nach langem mal wieder ein Livestream. Ich glaube, der letzte Livestream war ja, glaube ich, vor 5 Wochen oder so, glaube ich. Nochmal kurz vom Praktikum, glaube ich. Ja, moin und tschüss. Ja. Ja. Also, mal gucken, wann der nächste Livestream kommt. Heute hatte ich mal endlich wieder Zeit gehabt. Morgen? Morgen? Morgen wird mir gerade so ein. Morgen hätte ich sogar Zeit. Morgen könnte es eventuell nochmal was werden. Mal gucken. Lasst euch mal überraschen, vielleicht wird es morgen mal was. Ja, guti. Dann hast du Pico A0. 2014. Seit 2014. 2014 habe ich angefangen mit Modellbahn. Ja. Gut, aber die nächsten Fragen könnt ihr dann zum Morgen stellen, weil ich denke mal, morgen wird dann der nächste Livestream kommen. Vielleicht dann wahrscheinlich sogar eher, weil morgen steht bei mir nicht an, hier kommt doch niemand. Also ich habe eigentlich morgen meine Ruhe, also kann ich morgen theoretisch einen Livestream abmachen. Ja, also dann hat es mir wieder Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Euer Baureihe 9932 Freak. Ciao, ciao.